Guten Morgen, Freunde. Jetzt bin ich mal wieder unterwegs auf einem wunderschönen Alpsee. Genießt die Tour. Yes. So. Was? Ja, Mann. Meistens ein Traumwetter. Leute, das haben wir heute richtig gut. Weil gestern war es nicht so der Knaller. Ja. Hauptsache, es hat nicht geschifft. So, jetzt bin ich echt gespannt auf den Wasserstand hier. Bin ich echt neugierig. Ja. Dann schauen wir mal. Da ist schon der erste mit dem Sack unterwegs. Schlafen, oder es gibt's doch. Wahrscheinlich haben die irgendwie eins. Große Zeit. Um die Zeit. Das ist der Wahnsinn mit dem Brückensteig. Hey. Ja, wie Eis schaut das aus, gell? Das ist eine dünne Irre. Kannst du dich erinnern an den Entenfloh da her oben? Wo die ganzen Leute diesen Juckreiz bekommen haben, meine Kinder auch. Ja, ja. Da war ich mit meinen Kids. Und dann haben die so einen Juckreiz gehabt. Und nichts hat geholfen. Die ganzen Leute sind durchgedreht. Und wir haben dann rausgefunden, wenn man die in ein kaltes Essigbad tut, dann lindert das. Und das haben wir gemacht. Und dann war es okay. Okay. Aber das ist schon lang her, gell? Das ist schon lang her. Da waren sie 4, 5 waren sie da, die Jungs. Das war genau da vorne an der Stelle bei der Brücke. Da waren wir bauen. Und ich war nicht im Wasser. Deswegen habe ich es nicht gehabt. Habe ich wieder Glück gehabt. Die ersten Fotografen. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Oh ja, das wird schon ganz schön wenig. Ja. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Nee, die Zeiten sind vorbei. Aber das war alles trocken gelegen unter der Brücke. Das war Wahnsinn, wo ich mit der Drohne her oben war, war das alles. Das hier alles? Nein, das nicht. Aber unter der Brücke so 2 Meter vor in jede Richtung. Der ist auch relativ flach. Hab schon gesehen. Ja, ja. So, da hinten war ich jetzt eigentlich noch gar nicht unterwegs. Heute Entjungferung. Ach geil. Da werden wir nachher ein paar nette Unterwasseraufnahmen machen. Der liebe Obersee, jawohl. Na ja, nicht. Ich bin noch nie zu Fuß hinterglasch, weil. Wenn war ich nach der Brücke mal ein paar Meter. Ja, nein, ich nie. Aber ich nie so nie. Weit. Jetzt ist da hinten auch noch mal Wasser. Schauen wir mal. Da müssen wir fast raus. Ui, da sind Fisch drin, geil. Thank you.
So, jetzt bin ich gespannt auf den. Oh. Wie immer viel zu viel. Ja. Das denke ich nicht. Was meinst du? Mega, oder? Voll geil. Ist das nicht mega? Perfekt, aber ich bin knallvoll. Die Schuhe hätte ich mir fast sparen können, die anderen. Ja, Walter, man lernt nie aus. Ja, beim nächsten Mal bleiben die da, die nehmen nämlich richtig Platz. So, jetzt mache ich noch ein Foto. Ja, Freunde, hier auf dem Alpsee gibt es einen Haufen tolle Inseln und ich weiß keinen einzigen Namen von dieser Inselgruppe. Das ist fast peinlich. Ich kenne sie zwar alle am Staffelsee, aber hier habe ich mich eigentlich noch nicht damit beschäftigt, wie die alle heißen. Aber schön ist. Ja. Genießt es. Ja, kenne ich. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wie gesagt, ich war vor ein paar Wochen da herum mit der Drohne, dann habe ich die ganzen Inseln abgeflogen. Du nimmst jetzt Fuß eigentlich gar nicht hin.
Na. Das siehst du ja alles gar nicht zu Fuß. Na. Und letztes Mal war ja das alles trockengelegt. Ja. Da bin ich jetzt echt gespannt. Ist das jetzt ein Praxenbucht? Na, noch eins weiter ist Praxenbucht. Ja, die ist weit weg. Ja. Aber da habe ich das letzte Mal ja Aufnahmen gemacht. Wie gesagt, mit der Drohne, aber es ist schon Gott sei Dank jetzt mehr Wasser. Das war ja Wahnsinn. So wenig Wasser, wie da drin war. Wir haben einfach viel zu wenig Niederschlag gehabt. Ja, im Winter. Kein Schnee. Jetzt hat es in letzter Zeit Wasser gemacht. Ja, Gott sei Dank. Wir brauchen das Wasser. Auch wenn wir jammern, dass schier Wetter ist. Das ist scheißegal. Es gibt kein schieres Wetter, es gibt nur scheiß Klamotten. Ja, das war alles frei. Ja. Da rechts an den Felsen. Okay. Bis daher war alles frei. Wahnsinn. Und auf die Insel da vorne mit der Hütte drauf konntest du wirklich zu Fuß rübergehen. Irre, gell? Okay. Ja, es ist schon abgefahren. Das schaut aus, wenn wir mal hinterrudern. Der Neue? Ja. Ja. Why not? Müsst mehr reinkommen. Oder auch nicht. Mal schauen, ob ich da drüber komme. Hey. Bin nicht hängen geblieben mit der Finne. Wahnsinn. Schön, gell? Das ist einfach schön. Da hat es wenig. Ja. Vorne Kaffeepause. Frühstückskaffee, ja. Yeah. Da wo die Sonne so ein bisschen reinkommt. Jawohl. Oder? Na klar. Ich ruder dir einfach hinterher. Da hätte ich gemeint. Ach, da gleich. Ja, okay. Passt es? Oder ist es zu früh? Wir könnten ja auf die kleine Insel da vorne rudern und da eine Pause machen. Okay, auf ja. Die da? Ha? Die rechts davon. Entweder die mit der Hütte oder die nächste. Ah, okay, ja. Leck mich aus. Servus. Grüß euch.
haben nämlich welche da oben. Nö. Ja. Vor uns? Na, auf der Insel. Auf der? Habe ich vorhin welche gesehen, auf der Rückseite. Oha. Telefon. So Freunde, es gibt Mittagessen, der Walter ist auf der Insel, wir fangen zum Kochen an, jetzt habe ich echt Kohldampf. Jo, der erste Touristendampfer ist auch schon wieder unterwegs. Naja, was soll's. Nudeln auf der Insel, jawohl. Heute sind die Nudeln schon fertig. Da musst du noch ein bisschen gedulden. Ich bin jetzt bloß schnell rüber, dass es hier frei bleibt. Ja. Weil die kommen nicht von unserer Brücke da vorne, wo wir waren. Da sind ständig Leute, da brauchst du nicht. Da hast du keine Ruhe. Doch normal, da sind wieder. Ja, ja, die wollen alle raus. Ja, ja.
Dann schauen wir mal die nette Insel hier an. Fallen. Hier ist was mit Plane abgedeckt. Holz, okay. Und halt hier mit deiner Schulter. Geht. Okay. Dann passt hier. Ciao. Gehen wir zur Braxenbucht. Ja. Thank you.
Da schwimmt wieder Müll. Echt Wahnsinn, was die Leute alles weghauen, das gibt's ja nicht. Der Wind ist gerade Wahnsinn. Schon wieder Gegenwind. Bei einem Liter. Was soll's?